Hallo, heute möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die mir passiert ist. Da hilft alle Schönheit der Welt nicht, wenn der Charakter hässlich ist. Ein Beispiel, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann, war: Ich habe zwar kein Bild von ihr, aber stellt euch zu diesem Szenario das schönste Mädchen vor, das euch gerade einfällt. Ich war in einem Kurs. Die Tische standen in einer U-Form. Ich saß mit einem Stuhl Abstand vom Kursleiter entfernt. Dieser leere Stuhl war gleichzeitig auch der letzte verfügbare Stuhl. Mit 5 Minuten Verspätung kam ein wirklich gut aussehendes Mädchen hinzu und setzte sich neben ihr auf den freien Stuhl. In den ersten Tagen war ich nervös, neben so einem hübschen Mädchen zu sitzen. Dies änderte sich aber schlagartig, da immer mehr ihr wahres Gesicht zum Vorschein kam. Zum Beispiel, der Kursleiter gibt uns jeden einen Zettel mit den verschiedensten Testfragen. Und er sagte, dass jeder für sich allein den Test ausfüllen soll und dass dieser Test nicht bewertet wird, damit das Ergebnis nicht verfälscht wird. Der Kursleiter konnte uns nämlich nicht überwachen, weil er auf den Klo noch einliegen musste. Wir begannen also und sie meinte kurz darauf zu mir, ich habe ihr gefälligst zu zeigen, welche Fragen ich beantworten konnte, bei denen sie noch keine Antwort hatte. Ich informierte sie nochmal darüber, was der Kursleiter vorhin sagte. Nämlich, dass jeder den Test für sich allein ausfüllen muss und dass dieser Test ohnehin nicht benotet wird. Das war ihr ziemlich egal und sie meinte auch, sie wäre zu gut für den Kurs und ohnehin besser als alle anderen hier und ihre Eltern wären auch so reich und so weiter. Ab da verwandelte sich meine Nervosität in Verachtung, Abneigung gegen sie. Ich bin nicht der Typ, der gleich rumschreit. Nein. Ich mache es eher so, dass ich versuche, die Kontakte, Begegnungen und Gemeinschaftsarbeiten mit ihr auf ein Minimum zu senken und so gut es geht, ihr immer auszuweichen. Ein Beispiel, wenn sie den Fahrstuhl nimmt, benutze ich natürlich die Treppe und auch umgekehrt. Ich konnte diese arrogante Ziege einfach nicht mehr ertragen. Kurz gesagt, ich wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben, also musste ich was unternehmen. Als sie auf Toilette war oder sich ausholen gegangen war, hatte ich Glück. Denn ich fand tatsächlich endlich einen Trottel, der dumm genug war, mit mir die Plätze zu tauschen. In der nächsten Kursstufe konnte man sich für eine von 4 verschiedenen Bereichen aussuchen. Ich dachte, jetzt muss ich sie nie wiedersehen, aber anscheinend war mir das Glück kein zweites Mal hold. Denn wieder mit 5 Minuten Verspätung kam sie in den Raum. Zum Glück saß ich nicht neben ihr. Dieses Mal blieb sie aber nur eine Woche statt der 4 Wochen. Der Grund war angeblich, wie mir die anderen Kursteilnehmer sagten, weil sie sich für was Besseres hält und so weiter und so fort. Das war's. War eine Geschichte, an die ich mich noch ganz gut erinnern konnte. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Es waren so viele Details und ich wollte kein einziges davon auslassen. Denkt in Zukunft darüber nach.